Moinsen Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Ocean's Heart. Mal sehen, ob ich überhaupt noch was kann. Oh shit! Ich werde hier direkt hier hingewarpt. Schluck auf habe ich auch und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, wo ich hin muss. Also ich weiß, ich bin immer noch irgendwie auf der Suche nach der Haselnuss. Und ich pimmel durch irgendwelche Gezeiten rum. Ich hab leider es nicht geschafft. Map heißt Karte, ne? Ich glaube, da war ich schon da oben. Spur wird heißer. Hazel ist mit einem Archiv des Bürgermeisters. Auf der Mammutfelsinsel liegt der Eingang zu einem geheimen Tunnel. Südlich der Ruine über den Wasserfall. Okay. Mammutfelsen, wo war der denn nochmal? Da bin ich ja. Hier war das nicht, ne? Nee, nee. Aber warte mal, was mit einem Wasserfall? Wasserfall haben wir ja da an der Seite. Tunnel, Wasserfall. Ach nee, hier war ja dieses komische Kloster mit dem Jockelverein. Ja. Ja, da wird ein Schuh draus. Das Problem ist nur, genau, da war ja Le Dungeon. Dungeon! Ha! Sprechen das jetzt mal schön deutsch aus, oder? Ich habe keine Ahnung, wie. Fick dich! Mann! Blöde Bambus-Sprosse da. Ah! Jetzt hat mich da der Laubmann überrascht. Verpiss dich. Was habe ich denn so im Gepäck, was ich mal eben benutzt? Der Boomerang. Immerhin paralysiert er die Viecher. Aber so effektiv ist er jetzt nicht. Wäre schöner, wenn man den irgendwie... Weiß ich auch nicht. Pimpen könnte. Fuck off. Ich sollte mal eben Snickerdoodle machen. Hab. Ey, mach doch nicht deine Scheiße hier. Fick dich. Ich von da unten kam ich, ne? Von draußen vom Walde komme ich her. Und ich sage euch, es weihnachtet sehr. Stimmt zwar nicht, weil wir haben es eigentlich schon kurz vor Ostern, aber... Digga, ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon mal war oder nicht. Bin ich lost? Ja. Bisschen Ditte. Achso, das ist wieder so ein Viech. Secret! Das habt ihr mit Absicht gemacht! Okay, ich kann unten nochmal rausgehen, weil wir gucken erstmal hier oben, weil ich fühle, das wäre der richtige Weg im Sinne von Secret! Oder ist das der falsche Weg von, im Sinne von, hier sind überall Fledermäuse. Shit. Da, Schnauze. Kleine Fledermännchen. Ein Vogelkopf-Symbol. Alter, ich kann hier noch nicht fliegen, ne? Aber ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt hier gerade schon Drama schieben. Fuck. Da würde ich dann einfach mal sagen, brauchen wir unsere geile Magiebarriere wahrscheinlich. Als Schild. Yay. Geht doch. Hat so leichte Tibet-Vibes von Terranigma. Wie hieß denn das da? Also dieses schießt mich tot. Nicht Luran. Luran war eklig. Luran hatte auch eine widerliche Musik. Ah. Sagt mir aber jetzt nicht, dass es einfach nur, dass man da reinkommt. Im Sinne von dem, da wo ich eben war. Nee. Nice. Okay, wieder ein kleines Secret gefunden. Ich fühle mich ja, als würde ich Secret of Mana spielen, weil ich ständig irgendwelche Geheimnisse finde. Aber nicht das, was ich eigentlich finden soll. So, was haben wir hier? Schrein. Hallo? Oh nee, schon wieder so eine Tippe. Den Schlitzer.
Der Mangrovenschlitzer. Halt, kann ich dich betäuben? Betäuben! Guck mal, da die Cracrass, die chillen hier. Shit. Ja, du bist einer von den Ochsenknechts, das erkenne ich doch. Instant. Geht doch, weg mit dir. Was war denn das jetzt? Ich habe einen Pling gehört, wahrscheinlich die Stadt aktiviert, okay. Sigrid! Die kleine Sigrid hat wieder was entdeckt. Kleine Steinchen. Was haben die Einbrecher gesagt? Drei Bäume wachsen auf Felsen und der Geheimtunnel ist unter dem mittleren. Ich muss nur dreimal klopfen, ich versuche es. Oh, okay. Stimmt, da bin ich jetzt da, wo ich hin muss. Und wahrscheinlich wird sich da die Tür öffnen, ne? Oh, oder ich gehe einfach durch. Gut. Das war ja ein krasses Secret. Geil, ist das dein Defense-Mode? Boah, da bin ich einfach mal durch die Schnecke geglitscht. Durch die Snegge. Die Parasiten-Snegge. Kann ich das nehmen? Ey, shit. Ich wollte gerade sagen, hier, kleiner Kochtopf, du Mongo-Kopf. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Hier, nimm mal den ganzen Unrat mit, Digga. Du bist der neue Detlef die Soest. Nice. Oh. Hat er mich genutzt? Hab ich den genutzt? Nicht mit mir. Aber eigentlich machen wir mal Hauptstory. Oh. Für. Okay. Das war jetzt toll. Boom. Warum? Das ist irgendwie so eine Umba-Blumpa-Statue. Naja. Sneaky Peaky. Okay, gut. Bist du es wirklich? Hazel, ich habe überall nach dir gesucht. Tilia, was machst du denn hier? Die suchen, habe ich doch gerade gesagt. Eigentlich habe ich das schon beantwortet. Dankeschön. Ich habe nach dir gesucht. Wo ist Papa? Ja, das ist eine lange Geschichte, aber es freut mich, dich zu sehen, Tilia. Ich brauche diese geheimen Bücher, um das Schwert des Meerkönigs zu finden und ein schreckliches, mächtiges Artefakt zu zerstören. Es gibt ja diesen Piratenrat und Schwarzbart will alle Piratenbanden vereinen, damit er sich dieses Artefakt in den Nagel reißen kann, womit er das Meer und die Stürme, die Seeungeheuer beherrscht. Du meinst das Herz der See? Ja! Du hast auf der Suche nach mir bestimmt ordentlich was durchgemacht. Wahrscheinlich hast du gegen Piraten gekämpft und davon gehört. Ja, ich habe gegen viele Piraten gekämpft. Weil du und Papa nicht nach Hause gekommen seid, muss ich euch suchen. Hazel, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Aber ganz ehrlich, ich bin ziemlich wütend, dass ihr irgendwelche Schätze sucht, anstatt mich wissen zu lassen, dass ihr noch lebt. Ja, ich fürchte, du verstehst nicht, wie gefährlich Schwarzbart ist. Die letzte Person mit dem Herz der See war für die Überflutung ganzer Städte. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Ja, Piraten sind böse. Kämpfen wir gegen sie, aber... Warum konntest du vorher nicht nach Hause kommen? Ich versuche, eine Armee von Piraten zu stoppen. Und du bist wütend, weil ich nicht noch einen kurzen Abstecher zu Hause gemacht habe? Ja, Herrgott, du hättest auch einen scheiß Brief schreiben können, von wegen... Tilia, mach dir keine Sorgen, Papa... Und ich lebe, ich mache hier gerade eine Sightseeing-Tour und suche das Herz des Meeres. Nur für dich? Ernsthaft? Oh, Hagel und Granaten. Der Piratenrat hat mich wohl erwischt. Na, schnapp dir ein Buch und hau ab. Ich kümmere mich um dieses Problem und wir sehen uns danach in der Herberge. Kann ich hier auch ein paar Bücher klauen? Kann ich hier irgendwie noch was kaputt machen? Nein. Da denke ich mir so. Oh, neue Pireris. Sind jetzt hier überall?
Und der Bürgermeister... Was ist mit dem Hund? Der Hund, Leute, der Hund muss am Leben bleiben. Dem Hund muss es gut gehen, sonst werde ich stinkig. Hunde haben hier ein ganz besonderes Privileg. Und damit meine ich nicht die Waschmaschine. Und die Waffenprivileg. Also nicht meine, aber irgendeine. Ja, 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 bevor es hier wieder Titi-Tatu tut. Erstmal Äpfel snacken. Schnecke, ne? Jo, der kann von da oben schießen und ich darf nicht. Oh, ich habe die Blumen kaputt gemacht. Halt! Ja. Haltet ein, ich brauche das Geld. Ich gehöre auch zufälligerweise zu den gierigen, garstigen Piraten. Oh, haben sie die Feier hier schon abgeblasen? Op, op. Okay, zurück komme ich so nicht. Also nicht ohne weiteres. Nein, darf ich nicht. Gut, ist okay. Sag mal, was macht ihr hier? Gibt's hier noch mehr geheime Archive? Ach klar, natürlich einmal komplett aus dem Pudding rum. Silbermünze. Das weiß ich natürlich nicht. Muss ich geradeaus vielleicht nochmal oder muss ich hier rein? Weil ich muss dann erst in den anderen Weg gehen. Piraten! Geil. Die Pipiraten. Ja, ich weiß. Nein. Bereit zum Entern? Ich auf jeden Fall. Mit dem Enterhaken. Geil. Geil. Oh Mann! Wunderbar. Oder komme ich hier runter? Aber ich will doch mal einmal zurück und geradeaus gucken. Ah, nein! Die respawnen ja, die Pisser. Oh, ja. Brr, brr. Oh, leck mich. Ja, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Lack, 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 lack. Klapperbussstrauß. Ja, da kommt einfach ein Pfeil aus dem Offscreen angeschossen. Boah, verpiss dich doch mal, du Rettich. Oh, war hier... Doch, da vorne ist das Tor. Ich darf da nicht durch. Och, ja, nee, ist klar. Verpiss dich jetzt mal. Meine Güte, Arschbart. Das Gesicht, was nur eine Mutter lieben kann. Also nicht meine. Die ist ernst. Und ehrlich. Und sehr direkt. Wenn dir was nicht passt, dann sagst du dir das auch. Das tut mir nicht mehr weh. Werde ich nie vergessen. An dieser Stelle möchte ich mich sehr meiner Mutter bedanken, die damals gesagt hat, Kind, du bist so fett. Und es ist besser, wenn du es von mir hörst, als von irgendwelchen anderen Kindern. Und dann denke ich mir so, nein, das tut weh. Du bist fett, du musst abnehmen. Naja. Seht's mich an. Ich bin immer noch fett und muss abnehmen. Fuck, wo war die Herberge? Nee, das war ja nur dieser Spuk-Weinkeller. Nee, warte, aber fast ähnliche Richtung. Ja, das war der Berge. Schnauze, mit dir will ich nicht reden, Gunther. So, mal sehen, ob es die Blumentür ist, ja. Tilia, den Göttern sei Dank, du lebst. Meine Bücher habe ich auch. Diebstahl erfolgreich. Ich bin froh, dass es dir gut geht, du... Ich habe dich ein wenig zu sehr angeblafft, weil du nicht nach Hause gekommen bist, um mir Bescheid zu geben, dass ihr noch lebt, aber das ist okay. Tilia, hör zu. Ich werde diese Piraten aufhalten. Mal wo auch. Und du musst uns nicht helfen. Aber wir werden damit nicht aufhören, nur weil du... Nur weil du... Was? Du möchtest, dass Malvo zurückkehrt und eine Taverne führt? Du willst, dass ich zu Hause Blumen mit dir pflücke? Ich... Nein, ich meine... Ja, das will ich schon... Ich mache mir doch einfach nur Sorgen um mich. Gemacht. Ich hasse es, mein Leben auf Pause zu stellen, um gegen Piraten zu kämpfen. Ich auch, Tilia. Aber wenn wir das nicht tun, wer dann? Deshalb werde ich das Schwert des Meerkönigs finden, um das Herz der See zu zerstören. Das Schwert des Meerkönigs? Davon habe ich schon gehört. Sein Schwert war wohl magisch, konnte alles durch Dringung und Flüche brechen. Genau. Ich dachte, die Legende dreht sich um das Schwert, mit dem er kämpft, aber... In den meisten Aufzeichnungen, die ich gelesen habe, hat er Armeen und Flotten mit der Macht der See zerstört. Stimme und so. Dann gibt es die Geschichte in diesem Buch, das ich im Archiv entdeckt habe. Darin bietet der Meerkönig sein Schwert der See vor einer uralten Mangrove an. Ich frage mich, ob es noch immer dort ist.
Könnte echt sein, oder? Also, was? Besuchen einen Mangrovenbaum und sehen uns um, ob dort ein Schwert herumliegt? Das heißt also, du hilfst mir? Naja, ja, du bist meine beste Freundin. Wenn du das machen willst, helfe ich natürlich so gut, wie es geht. Danke, Tilia. Also, dieser Händler auf dem Markt, Grover, verkauft Mangrovenblätter. Du könntest ihn fragen, wo er sie herkriegt. Ich werde mich noch ein bisschen näher mit dieser Mangrovenopferlegende beschäftigen. Wird das irgendwelche Konsequenzen für Jungfrauen haben, die geopfert werden müssen? Ich frage ja nur. Wir treffen uns beim Südtor der Stadt, okay? Okay, wir treffen uns beim Tor, sobald ich den Markthändler gefragt habe, wo er seine Mangrovenblätter herkriegt. Verstanden. Ist das dieser komische, creepy Typ? Aber habe ich nicht so eine komische Mangrove schon gefunden? So ein Möwenpick-Ding? Und da war auch so ein komischer, seltsamer, großer Baum? Möwenstein oder wie die Scheiße hieß. Nicht Möwenpick, das war Eis. Gibt's überhaupt Möwenpick noch? Fragen über Fragen, bekomme ich Antworten? Ich glaube nicht. So, Händler, hallo. Ich bin wieder. Meine Güte, was ist denn kaputt bei mir? Und ich sehe halt schon wieder nicht richtig. Ich habe meine Bordalinge, aber irgendwie gar keinen Bock, sie zu tragen. Bist du Mann? Nee, du bist der Currymann, ne? Curry? Ja, juckt mich nicht. Du bist auch uninteressant. Achso, scheiße, ich hab jetzt gesehen. Und dann wird bestimmt zum Möwenstein runter. Überquer die ja, das juckt mich einfach nicht. Danke, das habe ich mir schon fast gedacht, dass es das ist, weil wir schon da aus Versehen waren. Ich glaube, ich weiß, wie wir das Schwert des Meerkönigs finden können. Zeig mir, wo das Mangrovendickicht ist. Ich folge dir. Alles klar. Oh Gott. Junge, ich bin die Frau ohne Orientierungssinn. Was hast du dir da? Ich glaube, es war da unten links, oder? Naja, irgendwie werden wir da schon hinkommen. Und wenn nicht, habe ich halt eben die Alte die ganze Zeit im Schlepptau. Und die wird sie immer ein bisschen die Füße wundlatschen. Naja. Und sie hat ja quasi darum gebeten, ne? Gebettelt und gebietet. Und ich habe ihr den Wunsch erfüllt. Digga, wir werden ein bisschen schneller, wenn du einfach mal auch eine krasse Vorwärtsrolle machen würdest. So, ich glaube, ich war richtig, ne? Oder auch nicht. Was ist denn mit Westen? Was ist denn... Ich glaube schon, ich denke, wir sind richtig... Oder... Nein. Scheiße! So kann die Karte nicht lesen. Ah! Und dann führe ich die Dame einfach ein bisschen aus. Nee, scheiße, das ist ja echt komplett falsch. Fuck! Einfach nur fuck! Ja, das war schon mal Käse. Wie sieht's mit dir unten aus? Unten könnt ihr auch ganz nett sein, ja, wenn mal diese Kackpisser da mich in Ruhe lassen würden, ne? Ist das jetzt hier richtig? Könnte, oder? Ja, das ist richtig perfekt. Mangroven, Möwenstein, Aufgabe aktualisiert. Genau. Nein. Verpisst euch. Nein. Ich weiß gar nicht, ob ich da rechts überhaupt schon mal war. Upsala, wir machen eine kleine Schwimmrunde. Ich kann nicht schwimmen. Kann die Alte schwimmen? Anscheinend. Ich habe nicht gelesen, was mein Objektiv ist, aber es ist mir scheißegal. Ich weiß, hier ist ein fetter Baum. Hier. Das ist bestimmt der Baum. Warte mal. Ich habe ein paar Pflanzen für das Ritual gekauft. Ich glaube, das wird funktionieren. Okay. Sie flüstert etwas kaum hörbar. Wow. Ich gehe einfach mal rein, ne? Dekobaum, bist du's? Du hast das Schwert des Meerkönigs gefunden. Es wurde vor Ewigkeiten von der See höchst selbst gesegnet. Halte die Angriffstaste gedrückt, um einen Angriff aufzuladen. Nice! Das war echt cool. Und jetzt haben wir es. Etwas, mit dem wir das Herz der See zerstören können. Etwas, das die Menschen daran hindert, die Natur zu missbrauchen. Also, Mensch, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir als nächstes tun sollten. Naja, mein Papa wollte herausfinden, wo die Sturminsel ist, aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Ich ehrlich gesagt auch schon ein paar Wochen nicht mehr. Er ist aber hart im Nehmen, deshalb mache ich mir keine Sorgen um ihn, aber... Vielleicht wurde die Sturminsel schon vom Piratenrat gefunden. Wir müssen den Strand der... Den Strand natürlich, ne? Den Stand der Dinge herauskriegen, Digga. Ich bin auch mit dem Kopf irgendwo an der Insel auf dem Strand und lass es mir gut gehen. Oh, Idee! Es gibt da diesen Piratenkapitän. Sein Name ist Al-Jazari. Er hat sich in der Krähenfeste weit im Süden niedergelassen und ich habe keine Ahnung, wie du dorthin gelangen kannst. Da war ich doch schon mal, oder? Aber ich kenne diesen Kerl, Maulbär, der ihn unbedingt fassen will. Du könntest ihm helfen.
Sag mir, wo ich ihn finden kann, dann bringe ich ihn in die Krähenfeste ein, oder dringe ein und finde heraus, ob die Piraten schon wissen, wo die Sturminsel ist. Maulbär kann ein wenig mürrisch sein, aber ich glaube, du kannst ihm helfen. Außerdem trinkt er recht gerne. Bestimmt findest du ihn im Salon Salamanderkummer in Eichenport. Ich kann dir auf dem Weg zurück in die Herberge zeigen, wo der ist. Passt schon. Bestimmt hast du noch viel um die Ohren. Also, der Salon Salamanderkummer ist in der Stadt östlich des Palasts und nördlich des Markts. Du findest ihn sicher. Frag nach Maulbär. Ich wette, dass du ihm helfen kannst, in die Krähenfeste zu gelangen. Danke, Hazel. Kein Problem und... Wenn du später etwas Zeit hast, ich hätte noch ein kleines Nebenprojekt. Schau in der Herberge vorbei, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ja, und ich könnte dich einfach opfern. Was, Alter, kann ich hier immer... Naja. Scheiß der Hund drauf, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß. Wait.